Herzlich willkommen zu Transfermarkt TV. Heute präsentiert Sky-Moderator Patrick Wasserzieher seine persönliche Traumelf. Hallo liebe Fans von Transfermarkt.de. Mein Name ist Patrick Wasserzieher von Sky und ich bin gebeten worden, meine persönliche Traumelf aufzuzeichnen. Ich versuche mal so eine Mischung hinzubekommen aus Fußballhistorie und aus Fußballaktualität. Und dann fangen wir mal an im Tor mit Oliver Kahn. Also Sepp Maier, die Deutschen sind ja ein Torhüterland. Sepp Maier wäre natürlich auch immer ein Thema, aber ich habe Oliver Kahn häufig gesehen, auch bei seinem Champions League 2001, bei unglaublichen Paraden, auch bei der WM 2002. Also für mich ist er der Torhüter aller Zeiten, auch wenn es heißt, er habe nicht so gut Fußball spielen können, aber in seinem Kernbereich, nämlich Torhüter, da war er einfach eine Macht und eine Klasse für sich. Also davor sagen wir jetzt mal ohne Libero, sondern als Innenverteidiger mein persönliches Idol. Ich habe ihn 20 Jahre lang jetzt als Gast in Sendung, worauf ich sehr stolz bin, Franz Beckenbauer. Er ist der größte deutsche Fußballer aller Zeiten und insofern muss er dort stattfinden. Und damit wir das gut mischen, ich glaube, jemand, der auch von seiner Spielweise durchaus dorthin kommt, ist Mats Hummels von Borussia Dortmund. Ich glaube, dass er der beste Innenverteidiger werden kann der nächsten Jahre, vielleicht sogar weltweit. Ich darf das ja sagen, ich bin ja nicht Jürgen Klopp und muss bremsen, sondern ich als neutraler Beobachter finde, Hummels ist ein extraordinäres Talent. Also schreiben wir ihn mal so daneben. Ich hoffe, man kann es lesen. Das soll also Hummels heißen. So. Wir sind hier in Hamburg, der Erfinder der Bananenflanke. Ich habe ihn auch noch live spielen sehen. Manny Kals, das war ein rechter Verteidiger, der wunderbare Flanken schlagen konnte. Und links, wer mir immer sehr imponiert hat als Mensch, aber eben vor allem auch als Spieler, Maldini, Paolo Maldini. Mehrfacher Champions-League-Sieger mit dem AC Mailand. Seine persönliche Tragödie will ich es nicht nennen, aber er ist eben nie mit der Nationalmannschaft Europameister oder Weltmeister geworden, aber trotzdem gehört er für mich zu den Größten aller Zeiten. So, jetzt machen wir es mal etwas anders. Ich schreibe mal vorne rein Gerd Müller, den dürfen wir auf keinen Fall vergessen. So, und dahinter gesetzt Günter Netzer. Günter Netzer, die vielleicht neben Franz Beckenbauer charismatischste, nicht vielleicht, sondern ganz bestimmt die charismatischste Persönlichkeit, die ich bisher erleben durfte in diesen Jahren, in denen ich diesen Beruf ausüben darf. Also Günter Netzer, das wissen die Jüngeren vielleicht nicht mehr, aber Spielmacher 1972, der vielleicht besten deutschen Mannschaft aller Zeiten, damals Europameister. So, jetzt müssen wir gucken, wen nehmen wir als Stürmer neben Gerd Müller? Würde das passen? Ist mir jemand böse, wenn ich einen Holländer nehme? Ich glaube nicht. Marco van Basten, das war ein unglaublich guter Stürmer. Es gäbe so viele. Es gibt Karl-Heinz Rummenigge, es gibt Rudi Völler, es gibt so viele tolle Stürmer. Aktuell gefällt mir Barrios von Borussia Dortmund beispielsweise unglaublich gut, aber dass er dorthin kommt, das dauert noch ein bisschen. So, wen setzen wir noch dazu ins Mittelfeld? Ich habe ja die Möglichkeit, wir setzen Pelé dazu. Ja, der hat zwar nie links außen gespielt, aber das denken wir uns jetzt mal so als drei Stürmer. Dann einer meiner absoluten Lieblingsspieler, Clarence Seedorf. Den habe ich in der Champions League so häufig spielen sehen. Es ist ein fantastischer Fußballer und er hat auch mehrfach mit verschiedenen Clubs die Champions League gewonnen. Ich durfte ihn mal interviewen, das ist ein unfassbar guter Typ. Seedorf. So, und wird jetzt ein bisschen wild, aber noch einer aus der aktuellen Generation, ich würde fast sagen, ist mein Lieblingsspieler, Thomas Müller vom FC Bayern, der einfach etwas kann, was sonst keiner kann. Der ist unberechenbar. Ich habe noch nie so einen Spielertypen gesehen, das ist dazu ein, wie ich finde, sehr, sehr sympathischer Typ. Ich weiß, dass man mit dieser Mannschaft nichts gewinnen würde, weil fast nur Offensivspieler drauf sind, aber das ist mein Verständnis von Fußball und das ist die Elf, meine persönliche Traumelf. Und als Trainer, mein früherer Trainer vom VfL 93, Jürgen Domzalski, den schreiben wir hier noch mit dazu. Genannt Domi, feste Größe hier im Hamburger Fußball, hat fast 15 Jahre beim VfL 93 die Geschicke geleitet, war mein Trainer und die Vorstellung, dass Jürgen Domzalski, also Domi, Franz Beckenbauer Anweisungen gibt, die hätte so viel, deswegen ist er der Trainer meiner Traumelf. So, ich hoffe, das kann man lesen.
Vielen Dank, Patrick Wasserzieher. Hallo Timo, hallo Jan. Ja, durchaus eine sympathische Mannschaft, die Herr Wasserzieher dort aufgestellt hat. Ja, es müllert wieder. Welcher Bayern-Fan würde sich das nicht wünschen? Gerd und Thomas zusammen in einem Team. Patrick Wasserzieher macht's wahr. Ja, wow, also wirklich, was für eine offensiv starke Mannschaft. Allein wenn man sieht irgendwie so diesen Dreiersturm mit Pelé, Gerd Müller, Marco van Basten, das ist natürlich schon richtig stark. Interessant finde ich, dass das halt eigentlich alles ehemalige Spieler sind, bis auf eben Clarence Seedorf, Thomas Müller und eben auch Mats Hummels, der neben Franz Beckenbauer immerhin spielen darf. Das finde ich schon ganz interessant und die scheinen ja zumindest von den momentanen Spielern bei ihm dann doch bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. Ebenso wie sein alter Trainer, den hat er auch aufgestellt, kann man mal so machen. Vielen Dank Timo, vielen Dank Jan, vielen Dank Patrick Wasserzieher und natürlich auch ein herzliches Dankeschön an die Transfermarkt TV Zuschauer. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, tschüss.